Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid beim heutigen Interview zum Thema Bewusstsein. Mein Name ist Daniela Wallstein, ich bin Bewusstseinstrainerin und Coach hier im Chino-Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Mit meinem heutigen Gast Kurt Höller möchte ich gern mal erfahren, ob und wie viel Bewusstsein denn aktuell schon in der Gastronomie vorhanden ist. Bleibt dran und lasst euch jetzt mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Kurt. Schön, dass du heute beim Interview Bewusstsein mit dabei bist. Gerne, herzlich willkommen. Jawohl, ebenfalls Grüße aus Bayern, Oberbayern. Lieber Kurt, stell dich doch bitte ganz kurz für die Zuschauer vor. Wer bist du, was machst du und was ist deine Passion? Ich bin der Kurt Andreas Höller, komme aus Murnau am Staffelsee. Das ist zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, 70 Kilometer weg zwischen München und hier in einem wunderschönen oberbayerischen Ort. Dort bin ich geboren, dort bin ich auch tätig und bin dort als Gastronaut etabliert und bin aber bundesweit vernetzt. Der Gastronaut hält Vorträge über Wertschätzung, Motivation, niemals aufgeben und schafft auch Gastroerlebnisse. Also mit mir kann man auch zum Beispiel eine Gastro-Tour machen. Die nächste ist am 17. September zum Beispiel ins Tantris. Ich bin ein Fan der Spitzengastronomie. Wir gehen ins Zwei-Sterne-Restaurant. Das könnt ihr zwar alles auch ohne mir machen. Wenn ich dabei bin, ist grundsätzlich so, dass wir mit den Entscheidern und mit den Inhabern sprechen, in dem Fall mit dem Hans Haas, der seit 30 Jahren natürlich hier diese Zwei-Sterne-Schmiede hat in München. Des Weiteren bin ich Podcaster, ich interviewe in meinem Gastro-Talk Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und anderen Persönlichkeiten und anderen Branchen und habe auch einen eigenen YouTube-Kanal und ja, bin Gastronom und inspiriere die Gastronomie Land auf, Land ab. Ja. Jetzt fangen wir ganz einfach mal bei diesem Thema an. Bewusstsein ist ja das heutige Thema. Was siehst du unter Bewusstsein? Was verstehst du darunter? Also Bewusstsein, da steckt ja das Wort schon drin. Sich selber bewusst sein. Also das fängt ja bei der Wahrnehmung an, der Umwelt zum Beispiel. Also ich finde, da sind solche Sachen reingepackt, Bewusstsein. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit dir ja diesen Talk habe, dass man auch bewusst dir auch zuhört und einfach mal jemand ausreden lässt. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich hasse Menschen, oder ich mag das überhaupt nicht, hassen ist vielleicht verkehrt gesagt. Ich mag das gar nicht, wenn man ständig unterbrochen wird, wenn man nicht jemand ausreden lässt. Das ist auch Bewusstsein, also bewusste Wahrnehmung des Gegenübers, der Stimme, der Sprache und einfach mal aktiv zuhören. Ja. Und wie bist du denn zu diesem Thema Bewusstsein gekommen? Gab es da irgendein Erlebnis oder was ist da in deinem Leben passiert? Du hast ja auch so einen Slogan auf deiner Webseite, bewusster, langsamer, menschlicher, statt schneller, höher und weiter. Genau, du bringst es genau auf den Punkt, Daniela. Ich finde das immer Wahnsinn, wir hetzen, hetzen, hetzen. Viele wissen gar nicht, wo sie eigentlich hinrennen. Und statt schneller, höher, weiter, sage ich immer langsamer, bewusster und menschlicher. Und das Langsame ist, passt ja vielleicht auch gerade zum Thema der Zeit mit Corona und mit ein bisschen Entschleunigung, dass man einfach auch mit 80% der Energie, so nach dem Pareto-Prinzip, ja, wenn wir genau fokussiert sind, können wir mit 80% der Energie auch 100% der Dinge, die uns wirklich Spaß machen, Freude machen, wo wir uns vornehmen, auch schaffen. Und nicht über 120% und dann aber 150% und verzetteln. Also viele verzetteln sich ja. Ich sage immer, wenn ich eine Vision habe, also sage ich, ich mag jetzt Speaker werden, wie bei mir, ja, ich habe das klar formuliert und habe dorthin gearbeitet. Ja, natürlich werden wir links und rechts immer abgelenkt und so, aber insgesamt glaube ich oder bin ich überzeugt, dass du mit 80% auch 100% deiner Botschaft senden kannst und nicht aber ja, übertrieben und auch an Geschwindigkeit rausnimmst und natürlich auch die Inhalte müssen natürlich auch stimmen, ja. Wie bist du denn zu diesem Thema Bewusstsein gekommen, du privat, persönlich? Was ist da passiert? Seit wann machst du das? Ach, mir verfolgt das schon länger. Also mein Bewusstsein fängt ja bei mir schon in der Kindheit an. Ich bin hier an dem Auge, ich sehe an dem linken Auge nur 25%. Ich habe früher geschielt und als Kind wurde ich dann operiert in der Klinik in Peißenberg und so. Das ist natürlich ewig her, 45 Jahre. Weit über 45 Jahre und dann hat bei mir das gesunde Auge, also praktisch abgeklebt und das defekte Auge, wo geschielt hat, hat man auch zugeklebt nach der Operation. Und das kann man sich vorstellen, wenn man als Kind mit 5, 6 Jahren in der Klinik liegt und hat natürlich beide Augen
tun. Und nach der Operation, meine Mama war nicht da und der Papa war nicht da und keiner war da und ich habe gebrüllt und habe geschrien und dann habe er mich ans Bett gefesselt. So wie viele alle gar nicht wussten. Also es ist, konnte ich heute sogar relativ klar erzählen. Normalerweise habe ich meistens immer ein bisschen Tränen in die Augen, aber das habe ich mit meinem Coach und Freund erarbeitet und da sind wir drauf gekommen, dass das irgendwie natürlich auch damit zusammenhängt und mein oberster Wert ist auch Freiheit. Und daraus ja, entsteht natürlich auch das Bewusstsein, Fröhlichkeit, völlig ja, für mich Klarheit zu schaffen. Aber das ist ein langer Weg, das geht nicht von heute auf morgen. Also das ist erst die letzten Jahre immer klarer entstanden. Ich bin 54 und ich sage immer, die besten Jahre kommen erst, ja, wie Juri uns aber sagt, mit 66 Jahren. Und ich finde, ja, jeder muss seinen Weg gehen. Und ja, ich mache mir einfach viele Dinge bewusst. Es hängt auch mit dem Tod meiner Eltern sicherlich zusammen. Meine Mama ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich kann an alle sicherlich hier auch nochmals eine Botschaft senden, dass sich das Leben, wenn die Eltern ja nicht mehr leben, nochmals ändern wird. Und das hat es auch bei mir ausgelöst. Und gerade seit vielleicht der Schlüsselpunkt, seit meine Mama gestorben ist, da im August 2017, finde ich für mich noch mehr Bewusstsein, mehr Klarheit, mehr, ja, ich lebe noch mehr mein eigenes Ding, noch verstärkter wie je zuvor und nimm nicht jetzt unbedingt die Rücksicht, was die anderen Menschen über einen sprechen, weil geredet wird ja so und so. Egal, was du ja machst, entscheidend ist, dass du dein Ding ja machst. Und das hängt auch mit Bewusstsein zusammen. Ich finde, man konnte es vielleicht ganz klar auch vielleicht mit Klarheit auch gegenüberstellen, ja. Klarheit und Relevanz und das hängt alles ein bisschen zusammen, finde ich. Okay, jetzt bringst du ja möglicherweise dieses Thema auch in die Gastronomie ein. Das ist ja deine berufliche Laufbahn. Was kannst du denn feststellen aktuell? Wie viel Bewusstsein existiert denn da schon in der Gastrobranche? Ja, also da gibt es auch natürlich, es gibt ja immer natürlich ganz, ganz viele erfolgreiche Gastronomen, die genau wissen, was sie machen. Ich spüre immer wieder, dass es viele Gastronomen gibt, die gar nicht wissen, was sie machen, warum sie das eigentlich machen, für wen sie das an sich machen, natürlich für die Gäste. Aber ich vermisse ab und zu auch, Daniela, dass die Zielgruppe gar nicht festlegt. Ja? Dass ein Gastronom sein USP gar nicht kennt und sagt, man macht jetzt irgendwas, ja, und kopiert vielleicht irgendwas auch von einem anderen Gastronom. Da gibt es auch einen Lieblingsspruch von mir, kopieren ist noch nicht kapieren. Das ist immer das Nächste, ja. Und viele Gastronomen finde ich einfach sehr erfolgreich und toll, da kann man ganz, ganz viel lernen. Aber viele oder einige, sage ich immer, das ist so Wischi-Waschi und Einheitsbrei und kein... Also ich gehe halt auch hier zum Essen, wo ich sage, ja, gutes Essen setzt der Gast voraus. Warum gehe ich jetzt in... Ich habe jetzt 5 Restaurants zur Wahl und alle 5 Restaurants haben ein gleiches, ungefähr ähnliches Angebot. Es wird dir auch so gehen, Daniela, wenn du mit deinem Mann und mit deiner Familie und dich mit Freundinnen triffst, nach welchen Kriterien entscheidest du denn, ob du jetzt in 1, 2, 3, 4, 5 gehst? Das ist ja genau der Punkt. Also da gehört natürlich dazu Bewusstsein der Klarheit, was biete ich denn da an, wie ist die Qualität, auf welchem Teller, welcher Servicemitarbeiter bringt mir das, wie ist die Lage, wie ist die Stimmung im Restaurant? Ich bin ja totaler Stimmungsmensch und die Stimmung, finde ich, ist auch entscheidend. Und das fängt bei den Servicemitarbeitern an. Ja. Wenn die Stimmung stimmt, kommt immer die Zustimmung. Ganz wichtig. Auch wenn du irgendwo reingehst, oder liebe Zuhörer, wenn sie irgendwo reingehst, ihr merkt ja das sicherlich auch, aber zwar kann man es gar nicht vielleicht richtig erkennen, aber das Unterbewusstsein, kommen wir wieder auf das Thema, spürt, dass in dem Lokal vielleicht was nicht stimmt. Also der Chef hat vorher die Servicemitarbeiter geschimpft oder irgendwie war irgendein Konflikt oder irgendwas liegt im Raum. Das überträgt sich ja auch auf das Klima des Raumes und so. Und da bin ich total auch sensibel, das merke ich. Ich merke, wenn ich irgendwo reinkomme, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder merke auch, da ist eine gute Stimmung, da ist Freude, da ist Lachen, da ist richtig Spaß. Und ja. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, also es gibt ja verschiedene Kategorien, die jeder möglicherweise unterschiedlich auch bewertet, Ambiente, Service, Team, Zusammengehörigkeit. Also es macht ja nicht nur das Essen aus, obwohl man ja ins Restaurant geht, um was Wunderbares zu genießen, also bewusst auch zu essen. Kannst du denn wahrnehmen, dass die meisten Kriterien ja auch erfüllt werden oder sind sich die Unternehmer dessen überhaupt bewusst, dass es darum geht?
nicht nur ein Essen zu servieren, sondern auch viele, viele weitere Kriterien zu erfüllen, um den Gast ja bewusst zufriedenzustellen und ja dieses Gefühl rüberzubringen. Es geht ja im Leben, Daniela, immer um Gefühl. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, weil das ist ja ein anderes Thema. Es geht immer ums Gefühl, um die Botschaft. Was passiert denn da drin? Ja? Ich vermisse immer wieder, ich bin auch ein totaler Spezialist und liebe auch, wenn zum Beispiel Kerzen in einem Restaurant brennen. Egal, ob da jemand drin ist oder nicht. Also es gibt, war jetzt mal wieder irgendwo, wo war ich denn in einem Lokal in München? Das war ja vor Corona. Ja? In München, da bin ich da, haben wir uns da getroffen, haben wir von außen schon gesehen, ist das überhaupt auf oder ist das zu oder überhaupt? Das kann man, ja, also wenn ihr von außen nicht erkennt, dass da überhaupt was ist, also man könnte ja vielleicht einmal irgendwie das Licht heller machen oder irgendwas draußen, irgendwas, Teppich, Pflanze, irgendwas Nettes, das wird sich jetzt nochmals verändern und ich spüre, da ist noch viel Luft nach oben, weil ja das Essen zwar wichtig ist, aber wenn ich heute in ein Restaurant gehe, Daniela, setzt der Gast gutes Essen voraus, sonst würdest du ja nicht reingehen. Du gehst da nicht wohin und sagst, naja, schauen wir mal, ob es da was ist und ob das was wäre, dann überhaupt. Da gehst du wohin, wo du sagst, aha, da ist auf alle Fälle gut bei deinem Lieblingslokal in deutscher Küche, italienisch oder sonst irgendwas. Was ist denn das drumherum? Es sind ja grundsätzlich die Menschen, die das ausmachen. Die sagen, Daniela, hallo, ja, buonasera, jawohl, toll, schaust du aus, jawohl, wie geht's den Kindern, wie geht's dem Mann? Oder auch natürlich genau wie im deutschen Restaurant, wo man ja sein Lieblingslokal hat. Und dann das Drumherum natürlich auch. Ja? Ambiente, Stimmung, Licht, Musik, aufmerksame Service-Mitarbeiter, Kleidung, Ordentlichkeit. Ich vermisse immer wieder oft, dass auch viele Lokale so rundum ein bisschen unordentlich sind. Das fängt beim Speisekartenkasten an, da bin ich ganz empfindlich. Wenn der schon unordentlich ist und schon verstaubt, lasse ich meistens zwar eine zweite Chance zu, aber da bin ich schon ein bisschen dann voreingenommen. Ja? Und das geht vielen so. Also ich appelliere immer wieder an die Gastronomen, geht's raus, schaut einmal euren Betrieb von außen an, ja? Geht's einmal ums Haus auch rum. Ja? Liegt da irgendein Müll oder liegt da irgendwas oder ist da nicht ordentlich? Das ist auch ganz wichtig und das ist auch, hängt alles mit Bewusstmachen, mit Bewusstsein zusammen. Ja? Jetzt ist die große Frage, du gehst dann zu diesem Restaurant oder zu dem Hotel und dir fällt das alles auf, weil du darauf spezialisiert bist. Dem eigenen Unternehmer, ja, der hat so seine Sorgen und Herausforderungen, sag ich mal, der hat ja kaum die Möglichkeit und auch die Zeit, mal den Blick von außen zu betrachten. Also wie kommst du denn da ins Spiel? Was machst du den Menschen, den Unternehmern bewusst in dem Augenblick? Sollen sie dies, das und jenes verändern? Worauf kommt es an? Wie bekommen sie mehr Umsatz? Das wäre ja wieder schneller, höher, weiter. Also wie gehst du vor? Mein Freund, der Klaus Koppjoll, der ja vor 30 Jahren schon vom Schindlerhof in Nürnberg, der hat vor 30 Jahren schon auf der Bühne gesprochen. Ein Erfolgshotelier kann ich nur mal jedem empfehlen, da hinzufahren. Schindlerhof in Nürnberg ist an sich sehr bekannt. Der Klaus Koppel hat vor 30 Jahren schon gesagt, du musst mehr am Unternehmen wie im Unternehmen arbeiten. Und wenn du am Unternehmen arbeitest, da habe ich auch immer, ist mir auch gelungen in den letzten Jahren, dass ich mehr nicht jetzt von Tisch zu Tisch auch Service mache, was ich gerne mache und auch meine Gäste schätze. Viel wichtiger ist, dass du da bist, dass du dich kümmerst um das Drumherum. Also praktisch wie der Kapitän. Der Kapitän ist ja auch nicht immer an der Brücke und hat das Steuerrad in der Hand. Also er hat zwar das im Griff, aber er schaut ja drumherum, ob alles funktioniert und hat dazu ja auch seine Mitarbeiter. Und da finde ich, kann man viele Ideen entwickeln. Ich finde, dass die meisten zu viel in ihrem Prozess sind und dadurch natürlich überhaupt keine Vordenk und überhaupt Akquisitätszeit haben sie jetzt Corona. Wir fallen momentan in ein Loch, weil seit Monaten sind die Restaurants zu und da kommen ja viele jetzt auf Ideen, wo man gar nicht vorher wandert, dass das überhaupt gibt. Ja. Was hast du denn für einen Eindruck? Gibt es mehr bewusstere Mitarbeiter oder mehr bewusstere Unternehmer? Ich glaube, das hält sich die Waage. Es gibt natürlich, die Mitarbeiter werden natürlich unterschätzt auch manchmal aus der Sicht des Unternehmers. Und die muss man natürlich fördern und fordern, ja, in dem Sinn, ja, indem man halt Teambesprechungen auch macht und auch ein Service-Drehbuch. Zum Beispiel bin ich auch ein Fan von einem Service-Drehbuch, wo ganz klar natürlich organisiert ist, Daniela, wie ist denn der Ablauf im Service und wie findet denn die Gästeansprache statt? Das kann man ja alles auch organisieren. Und die Mitarbeiter hecheln nach Führung
Und natürlich mein Lieblingsthema ist ja natürlich Wertschätzung, Lob, Anerkennung. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du das super gemacht hast. Und es war gestern ein Mega-Abend. Ich merke immer wieder, dass halt, viele Chefs zwar das schon versuchen zu machen und vielen gelingt es auch, aber es gibt immer noch ganz, ganz viel Potenzial von Gastronomen, die wo da hinter den Erwartungen oder hinter den Möglichkeiten, was es an sich gibt, weit zurückliegen. Ja. Das ist denen schon klar. Ja, mit Lob ist vielleicht nur gesagt, dass es gut war, aber das ist ja nicht der Fall, weil wenn du ja denkst, dass es gut war, kommt es ja bei dem Gegenüber noch lange nicht an. Also es ist ja ganz leicht, dass man ja Danke sagt und schön, dass du da bist und auch mal zu den Gästen sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Daniela. Klingt doch anders, wenn man sagt, hallo und so halbherzig, so richtig. Also auch mit Elan halt, mit Schwung und mit Stimmung, und das muss man halt gern machen und nicht halt irgendwie zufällig. Ja. Ich denke nur, wenn ich jetzt jemanden, also so einen abgedroschenen Satz sprechen höre und mir sagt, du, schön, dass du da bist, und das hat er zu hunderten anderen gesagt, ja, also ich finde, es muss auch etwas vom Herzen kommen. Da gehört eine authentische Art dazu. Also eine Bewusstheit, die dann auch übertragen wird auf den Gast. Also ich merke sehr genau, ob das wirklich echt gemeint ist oder ob der was anderes erzählt und mit einem gefrorenen Lächeln mir dann sagt, du, schön, dass du da bist, weil ich muss es ja sagen, sonst verliere ich meinen Job. Also wie, Kurt, kriegst du das denn in diese Firmen? Wie können die Menschen das denn begreifen, was authentisches, bewusstes Leben und Arbeiten bedeutet? Das fängt immer beim Inhaber an, beim Unternehmer. Ich sage immer, führen durch Vorbild ist auch meine Spezialfunktion. Ich kann ja vom Mitarbeiter Daniela nichts erwarten, wenn ich selber nicht lebe. So, da kommt es wieder dazu. Also ich gehe ja durchs Restaurant und sage hallo und schön, dass du da bist oder wie geht's und was machst du gerade und inspiriere natürlich da auch die Mitarbeiter und natürlich die Gäste. Also ich kümmere mich, in meinem Betrieb habe ich mich immer gekümmert, immer erste Botschaft, ganz wichtig, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter. Viele sagen, ich kümmere mich um meine Gäste und dann um die Mitarbeiter. Das ist nicht meine These. Glückliche Mitarbeiter machen glückliche Gäste. Das ist ganz wichtig und das ist mords natürlich auch anstrengend, kostet viel Energie. Hat auch viel mit Eigenführung zu tun. Bei mir gibt es auch Tage, wo ich das nicht konnte, aber da war ich dann nicht in meinem Betrieb, weil ich dann vielleicht etwas durcheinander bringe oder irgendwas vielleicht sage, wo ich dann auch bereue. Das ist genau der Punkt. Führen durch Vorbild. Das ist wichtig. Ja. Und machen ja viele. Wie können denn, ich sage jetzt mal, sowas gibt es ja vielleicht auch noch nicht so auf dem Markt, eine Bewusstseinsschulung, ja, für Führungskräfte oder für die Unternehmer, damit die Menschen überhaupt einmal wissen, ja, du redest da sowas, Kurt, aber was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn da anfangen? Welches Buch kann ich mir jetzt kaufen? Es ist ja tatsächlich ein Vorleben, es ist ein Prozess, der auch über Monate und Jahre geht, wo ich mich selbst als Unternehmer ja auch entwickle. Also da könnte es aus meiner Vorstellung, ich frage dich jetzt gleich dazu, ob das realistisch ist, einfach auch Seminare, Bewusstseinstraining, Bewusstseinsentwicklung geben. Nicht nur diese klassischen Kommunikation, Rhetorik, sondern einfach Bewusstsein. Wie schätzt du die Lage ein? Ist das da am Markt schon gefragt? Ist das schon, wo man offene Türen einrennen kann? Garantiert. Also jetzt gerade nach Corona, mit Corona. Ich finde, alle Branchen haben natürlich riesiges Potenzial. Es gibt einen Gastro-Restart jetzt kommenden Montag in Bayern. Ja. Da fängt es natürlich schon an, ja, sich das bewusst zu machen. Wie gehe ich denn jetzt mit dieser neuen Situation um, obwohl sie eigentlich total, ich würde jetzt sagen, beschissen ist, aber es ist schwierig und herausfordernd, aber das muss ich mir, da fängt es ja schon an. Ja. Ich muss mir das bewusst machen, dass ich sage, aha, so schrecklich wie es ist, mit vielleicht nur 50% meiner Sitzplätze, wie mache ich es mir bewusst, dass ich sage, jetzt hole ich die Mitarbeiter so ins Boot, dass die auch Spaß haben, trotz Maske zu arbeiten. Das ist die größte Herausforderung. Ja. Ja, und da muss ich halt natürlich selber immer an mir anfangen, auch wenn es mir schwerfällt, ja, dass man die anderen halt natürlich da mit ins Boot holt und natürlich auch motiviert und da nicht mitjammern, sondern sagt, das ist halt so, wie es ist. Die Dinge sind übrigens immer so, Daniela, wie sie sind und wir entscheiden, was wir draus machen. Schaffe ich auch nicht immer, Gottes Willen, wer schafft es? Aber das ist auch mit Bewusstsein, sich bewusst machen, dass so die Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Corona ist da, können wir nicht wegdiskutieren, flacht ab. Restart Gastronomie in Bayern, Eröffnung kommenden Montag im Außenbereich bis 20 Uhr. Ja, gut, der Nächste sagt ja, warum nicht bis 22 Uhr? Das Gesetz ist bis 20 Uhr, Punkt. Jetzt muss man halt schauen, was mache ich daraus?
Und wie organisiere ich das, dass wir halt bis 20 Uhr einfach einen einigermaßen schönen Tag erleben und die Gäste versuchen, glücklich zu machen? Das gelingt durch ja, bewusstes Abholen. Hallo, schön, dass du zurück bist. Und halt ja, Abstandsregelungen einhalten und das halt einfach trainieren. Ja. Jetzt sprichst du natürlich von den Mitarbeitern, die direkt am Gast sind. Ich gehe jetzt mal zu denen, die in der Küche sind oder die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass der Unternehmer wirklich einen reibungslosen Ablauf hat. Gehen wir mal jetzt einfach zu dem, der das Essen vorbereitet. Wenn diesem Koch mal nicht bewusst ist, dass er mit seiner Art und Weise, wie er mit Liebe kocht, das Essen damit schon gestaltet, ja, und die Energie kreiert, dass der Gast das schmeckt. Also wenn der Koch schlechte Laune hat oder wenn er sich gerade zofft oder wenn irgendwas anderes nicht so Gutes in seinem Leben passiert, dann, also ich bin der Mensch, ich spüre das. Das Essen ist ganz anders. Ich spüre diese Energie, die derjenige reingelegt hat. Also jetzt ist es natürlich eine große Herausforderung, dem Service-Mitarbeiter, dem kann man das vielleicht übermitteln. Wie kannst du jetzt herangehen und sagen, lieber Koch, auch auf dich kommt es an, wenn du mit Freude und mit Leidenschaft dabei bist, dann spürt der Gast, dass das einfach von dir, von Herzen gekocht ist. Wie kannst du das übermitteln? Das kann ich vermitteln. Also ich bin kein Koch, natürlich, Daniela, da ist genau so ein tolles Beispiel, was du sagst. Also den Koch kann ich natürlich immer natürlich menschlich abholen und mit ihm sprechen. Und ich habe immer bei mir in meinem Beach & Burger, ich habe einen Küchencoach immer geholt, das ist der Sandro Gianni aus Frankfurt. Der ist Koch und spricht die Sprache der Köche. Das ist ganz wichtig. Und der wird von mir vorher gebrieft. Und natürlich hat er dann auch die richtige. Weil Köche sind, brauchen einfach ein bisschen andere Ansprache, wie natürlich jetzt jemand, der ein Friseur ist, ja, wie der Albert Bachmann zum Beispiel. Ja. Jeder braucht eine andere Ansprache. Ja. Jeder hat sein anderes Umfeld. Ja. Und beim Koch hole ich halt natürlich dann mehr Spezialisten dazu. Ist vielleicht auch eine kleine Empfehlung von mir, dass wir immer versuchen, alles selber zu machen. Du kannst ja nicht, ich auch nicht, kann nicht überall natürlich der absolute Spezialist sein. Ich hole mir dann jemanden dazu und dann sorgt er für gute Stimmung, auch wenn der Koch vielleicht am Anfang motzt, dass er das jetzt anders machen sollte, wie ich schon immer sage, aber ab und zu nimmt halt der Koch vom Chef direkt immer was an, weil er sagt, naja, der Kurt, jetzt kommt der schon wieder mit irgendwas Neuem und so weiter. Ich brief dann natürlich meinen Küchencoach und sage, du geh doch bitte zum Matthias und versuche ihm das so beizubringen. Und das macht er dann geschickt, weil es ja wichtig ist, mit Liebe zu kochen. Es geht um die Zutaten und natürlich auch die Dekoration dazu, Anrichtetechnik, Rezepturen, auf welchen Teller. Weil da gibt es ja, das ist ja Wissenschaft für sich. Und da kann man ganz viel machen. Ja. Sich nicht verkünsteln, sondern einfach halt das Essen auf den Punkt richtig toll zubereiten und natürlich auch schicken, dass der Gast sagt, aha, das ist aber toll. Und das haben die Köche ab und zu natürlich jetzt nicht immer alle so verankert, dass das Essen natürlich entscheidend ist, ist klar. Aber, oder jedoch, sage ich immer, muss immer gleich ausschauen, es muss immer gleich schmecken, es soll immer gleich in der Temperatur zubereitet sein. Das ist ja Kunst, ja. Und Köche sind Künstler, ich habe totalen Respekt vor dem Koch. Das ist ja Wahnsinn, die Wertschätzung bei uns in der Branche ist vor allem richtig angekommen, ja. Auch bei der Politik noch nicht. Unsere Branche hat so ein bisschen noch ein Imageproblem. Und die Köche und das ganze Restaurant und überhaupt die ganze Gastronomie ja, hat ein bisschen mehr Wertschätzung verdient. Aber nochmal auf der Kernfrage zurückzukommen, ich hole mir dann jemanden, der halt einfach dem Koch es bewusst macht, dass es so sinnvoller, schöner und eleganter ist, das so zu machen, wie er vielleicht das vorher macht, was auch gut war. Es geht ja immer so, da nicht um die 5%. Dem also ein bisschen anders, ja. Anders, besonders clever. Ich habe jetzt folgenden Gedanken und denke so, okay, man kann es denjenigen ja sagen, mitteilen. Aber dieses Vorleben, was du ja auch schon angesprochen hast, ich glaube, das ist das Fünkchen, wo die Energie transportiert wird, um dieses Verständnis zu öffnen, was der andere überhaupt meint. Also, dass er vielleicht auch die Wertschätzung des Unternehmers oder des Gastes auch bekommt. Vielleicht jetzt nach dieser Krise, dass die Gäste auch tatsächlich, wenn es ihnen gut gefällt, die Wertschätzung ausdrücken und an den Koch mal eine Übermittlung geben, dass es auch wunderbar geschmeckt hat oder dass sie das wertschätzen, dieses Essen, nicht nur das Trinkgeld dem Kellner oder so geben, sondern dass er wirklich auch etwas erfahren kann und seine Position möglicherweise in der Küche auch ein bisschen stärkt. Also das könnte ich mir direkt vorstellen. Jetzt würde ich gerne mal fragen, Kurt, du kommst ja auch viel rum in Deutschland.
Wo kannst du denn sehen, entwickelt sich dieses Bewusstsein in der Branche? Gibt es da Regionen oder gibt es bestimmte Sterne? Geht es aufwärts? Da ist schon dieses Bewusstsein in der Gastronomie angekommen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die du feststellst? Also das Bewusstsein, finde ich, verändert sich schon, weil natürlich jetzt gerade durch das ganze Corona, oder auch davor, ich kann jetzt immer über das Corona sprechen, ich beschäftige mich natürlich sehr stark mit der Sterne-Gastronomie, aber natürlich bis zum Landgasthof. Ja. Und da ist es schon spürbar, dass da, wir haben ja in Deutschland eine ganz tolle, wunderbare Gastrolandschaft. Die fängt in Sylt an und hört in Garmisch-Partenkirchen, Kempten oder Berchtesgaden auf. Zunehmend wird es heute schwieriger, natürlich einen Gasthof wirklich mit allen Facetten zu führen und natürlich in allen Bereichen die Dinge so zu transportieren, dass es Sinn macht. Ja. Beim Bewusstsein, beim Essen, beim Trinken, beim selber Coaching, bei natürlich Mitarbeiterführung und natürlich auch an die Auflagen unserer Behörden, wo ja die Yoga schon immer dran ist, natürlich unwahrscheinlich. Wir werden also ständig gepiesackt, die Gastronomie Land auf, Land ab, dass manche die Lust verlieren. Ja. Aber da kommt natürlich auch dazu, die Gesetze machen nicht wir, sondern wir machen das einfach jemand anders. Und dann muss man halt schauen, wie können wir uns denn gegenseitig da arrangieren. Und da ist halt ganz entscheidend, dann nicht, dass wir halt ein gutes Netzwerk haben. Das vermisse ich immer, dass manche kein Netzwerk haben und dann, die, wo kein Netzwerk haben, geben früher auf, weil sie verzweifelt sind und nicht wissen, wen sie den anrufen, wenn es jetzt irgendwo mehr klappt. Ich habe für jeden Bereich Spezialisten. Es gibt auch Tage, wo ich nicht mehr weiß und nicht mehr kann und bleibe auch mal im Bett und sage, Gottes Willen, ja, was morgen und wie auch immer. Das gibt es, aber das ist ganz, ganz wenig. Und dann raffe ich mich auf und motiviere mich und sage, Moment mal, wer ist denn jetzt für das zuständig? Wer könnte das sein aus meinem Netzwerk? Ja? Und da habe ich ganz viele Menschen natürlich, die mich da beflügeln, befeuern. Und mein Appell immer auch an die Gastronomen, die wo mir sagen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir machen ganz eine tolle Aktion nächste Woche mit Salomon Food und auch mit verschiedenen anderen Partnern. Das habe ich initiiert. Da gibt es ein Bündnis Gastronomie. Das geht nächste Woche online. Wir schaffen jetzt eine Plattform, die Gastronomen zur Normalität zurückzuführen, weil es ja natürlich viele Gastronomen gibt, die wo total verzweifelt sind. Wo schon 20 Minuten nach 12 ist dann wieder, nicht 5 vor 12. Und die, wo sich natürlich gut fühlen und wo natürlich gut vernetzt sind, wo ein gutes Geschäft haben, mit guten Lagen, mit guten Mitarbeitern und wo das Geschäft gut läuft, die haben natürlich auch Rücklagen. Das ist ganz wichtig. Das ist der Sauerstoff des Unternehmens, ja, die Liquidität. Wenn du die nicht hast, ist es schwer. Aber viele haben das halt auch nicht, weil sie halt jetzt vielleicht gerade angefangen haben oder weil halt irgendwelche andere Faktoren noch nicht so laufen, wie es vielleicht sein sollte. Die nehmen wir ab nächste Woche in die Hand. Darf ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Da bin ich der Best Practice Man und habe da natürlich Land auf, Land ab mein Netzwerk akquiriert. Und da kann man sich dann registrieren und dann fahren wir dahin. Das ist ganz wichtig, dann wieder auf die Praxis zurückzukommen, weil ja viele immer von der Theorie sprechen. Und ich komme dann zum Beispiel dahin oder viele andere von unseren 30, 40 Leuten, die wir da haben. Und wir sprechen nicht da gescheit daher, sondern Daniela, ich komme zu dir nach Cottbus, angenommen, du hättest jetzt einen Gasthof, und würde ich sagen, Daniela, wo ist denn jetzt der dringendste Handlungsbedarf bei dir in deinem Restaurant? Dann sagt derjenige, oder du würdest dann sagen, ach gut, ich habe keinen Koch, ich möchte meine Speisekarte umstellen, wie ist denn die Abstandsregelung, ach, ich brauche ein neues Licht, Tischwäsche ist allem richtig, oder wie auch immer. Also, Als ganz banale Beispiele, dann fangen wir an. Also wir reden nicht 3 Stunden, sondern ich spendiere, alle meine Freunde spendieren einen Tag, Beratungstag für dieses wunderbare Projekt, um halt einfach Flagge zu zeigen für die Gastronomie, Hotellerie, Solidarität und einfach eine Sichtbarkeit natürlich auch für unsere tolle Branche. Ja. Kurt, ich würde jetzt gerne nochmal zu diesem Thema Ausbildung kommen wollen in dieser Branche, also ohne dass jetzt direkte Service oder Koch oder egal, also Gastrobranche. Wenn wir jetzt über das Thema Bewusstsein, ja, das ist ja unser heutiges Interviewthema, sprechen, könntest du dir vorstellen, dass dort noch ein großer Handlungsbedarf ist, um die Auszubildenden, egal in welcher direkten Branche,
schon an die Hand zu nehmen, schon denen zu vermitteln, was ist denn Bewusstsein? Wie kann ich denn damit umgehen, sodass sie das nicht erst im Unternehmen nach der Lehre rein ins kalte Wasser so und dann sagt der Chef, nun mach mal Bewusstsein, ja, aber habe ich ja nicht gelernt. Also dass da irgendwas in dem Ausbildungsmodul vielleicht angepasst und verändert werden kann. Was sagst du dazu? Also lernen tun wir das ja nicht. Es gibt da leider kein Schulfach für so psychologische Themen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sowas vielleicht einmal einführt. Ja. Das Bewusstsein ist ja, wie gesagt, 95% nehmen wir Dinge wahr, die wir ja gar nicht im Bewusstsein wahrnehmen, aber die halt einfach stattfinden. Ja. Die mich automatisiert mit dem Auto irgendwo hinfahren, weiß gar nicht, wie das eigentlich funktioniert. Da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich halt als junger Mensch sich das bewusst macht, was könnte denn meine Passion sein? Ja? Da kann ich nur appellieren, dass natürlich Gastronomie, Hotellerie weltweit möglich ist und natürlich so ein toller Job ist und auch die Honga in Bayern hier sehr wirklich innovativ ist, die Susanne Druh, die da Ausbildungsleiterin und Botschafterin ist. Ich finde, dass viele junge Leute gar nicht wissen, weil man natürlich auch überfrachtet ist heutzutage mit diesem Überangebot. Also ich denke mir immer, das ist Wahnsinn. Ich beneide ja oft die 16-Jährigen gar nicht, wenn man sagt, oder 18-Jährigen. Oder wie auch immer, die wo nach der Schule jetzt sagen, was mache ich an meiner Ausbildung? Ja, was mache ich denn überhaupt? Also das ist ja die größte Herausforderung. Was mache ich denn nach meiner Schule? Und da natürlich da mal anzufangen, sich bewusst zu machen, was könnte denn zu mir passen? Ja? Heute gibt es ja die Möglichkeiten natürlich, dass man sagt, man macht dort einen Schnupperlehrling, Woche, ein Schnupper-Abo und so weiter. Das wird die ganz entscheidend, ja. Sich das bewusst zu machen, was könnte denn zu mir passen. Und wir haben natürlich einen totalen digitalen Überangebot und natürlich kommt dann das tolle Handy dazu, das ist total wichtig. Aber halt mit 6,5 oder 7 Stunden pro Tag, was ein 16-Jähriger momentan ja eine digitale Medien ist, Tendenz steigend, muss man sich überlegen, wie viel Zeit bleibt denn tatsächlich noch für die Dinge, die wichtig sein. Aber da appelliere ich wieder an die Eltern, die natürlich die jungen Leute führen sollten, müssen und sagen, du, schau mal her, mach doch mal bewusst. Oder was ist Bewusstsein überhaupt? Was könnte denn für dich dein Weg sein in deinem Job? Und da kann ich natürlich nur empfehlen, Hotellerie, Gastronomie, diese ganze Sparten, Koch, weil das ist ein Beruf mit Zukunft, mit mega Zukunft. Und du kannst auf der ganzen Welt arbeiten, auf die Schiffe und Land auf, Land ab werden Fachleute gebraucht. Ja. Ja, Kurt, du hast es gerade angesprochen, die Eltern dürfen sich oder die Führungsebenen dürfen sich da mit diesem Thema Bewusstsein auseinandersetzen. An der Stelle möchte ich gerne alle Zuschauer einladen. Wir haben auch mit deinem Freund Albert Bachmann aus der Friseurbranche ein Interview gemacht. Ich habe viele aus der Bewusstseinsszene, den Bruno Württemberger, Peter Herrmann, Dr. Gerhard Hüther. Also ich habe einige schon jetzt interviewt. Also ihr könnt euch sehr gerne meine Interviewreihe anschauen. Jeder sieht das Thema aus einer anderen Perspektive und ihr könnt euch eure Informationen da herausnehmen. Also so kann man auch ein bisschen zu Wissen gelangen, ein bisschen bewusster werden. Möchte ich in diese Branche oder möchte ich in eine andere Branche? Was erwartet mich? Und mit wie viel Herzblut bin ich überhaupt bei der Sache und bei dem Thema? Kurt, ich möchte dich gerne abschließend noch fragen, was hast du denn für die Gastronomie, für die Hotellerie, für einen Tipp, für eine Botschaft zu diesem Thema Bewusstsein? Sich bewusst machen, dass Aufgeben jetzt in dieser Zeit und überhaupt im Leben nie eine Option ist. Das ist wichtig. Also ich stand auch schon mal da und sage, ja, machen wir nicht weiter. Und ja, sich bewusst zu machen, dass man sich auch mal hinterfragt. Dass man sich wirklich mal in, weil viele kümmern sich ja um das Außen, ja. Dass man mal um sich kümmert, um sich reinhört, Ruhe zulässt. Ich finde, dass ganz viele Menschen ständig permanent abgelenkt sind, was man auch in der aktuellen Situation merkt. Und das Leben bietet so viele wunderbare, tolle Dinge. Und wir entscheiden, was wir denn da rausnehmen. Ja. Du hast gerade den Gerhard Hüther gesagt, der ist ein Fan von dem. Weil natürlich unser Hirn oder unser Gehirn natürlich auch Abwechslungen liebt. Ja. Wir machen ja oftmals jeden Tag das Gleiche. Wir fahren mit dem gleichen Auto in dieselbe Strecke in die Arbeit und machen dort die gleichen Dinge, die ähnliche Arbeiten machen von ähnlichen Leuten. Ich finde, wir brauchen da ein bisschen Abwechslung. Das ist mein Tipp an Sie oder an euch, dass man sagt, macht ihr doch mal
musst, wo du vielleicht so elegante Unterbrechungen auch oder einfach mal andere Denkweise und Vorgehensweise haben könntest, ohne dass dein Ziel fest. Aber fahr mal zum Beispiel anderen Weg in die Arbeit, unterhalte dich einmal mit anderen Kollegen, die wo du zwar kennst, aber sagst, ja, die sind zwar da, aber was machen die eigentlich? Und sage ab sofort heute doppelt so oft Danke und sage ab sofort auch schön, dass es dich gibt, zu deinen Lieben, zur Familie, zu den Freunden. Du wirst auf Verwunderungen stoßen, weil dort Wörter haben eine Macht und mit denen kann man sehr viel bewirken und spielen. Ein paar sehr schöne Hinweise. Vielen herzlichen Dank, lieber Kurt. An dieser Stelle würde ich gern dieses Interview jetzt hier beenden. Wir könnten natürlich noch weiter Ausführungen machen, aber ich glaube, es sind viele Impulse einfach mal in dieser Branche rübergekommen, dein Statement dazu. Also herzlichen Dank. Gerne. Und ich wünsche dir viel Erfolg für all deine Projekte und bitte bleib auch gesund und vielleicht sehen wir uns ja bald das nächste Mal. Ich habe mich auch sehr gefreut, Daniela. Vielen Dank. Toll, war spannend und kurzweilig. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.